Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing in Deutschland und Österreich. Und jetzt möchte ich gerne mal über unseren asozialen Bundestag reden. Ja, asozialen Bundestag deshalb, weil sie sich absolut asozial verhalten. Ganz besonders gegenüber den Menschen, die weniger haben. Und ganz besonders für die Kinder von Familien, die weniger haben. Meine Frage, erinnern Sie, glauben Sie, dass die Menschen in diesem Land Ihnen noch vertrauen? Der Bundesregierung? Ihnen persönlich, dem Bundeswirtschaftsminister? Das ist mir nicht krumm, ich finde das völlig irrelevante Fragen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert Sie nicht? Nein. Aha, okay. Wir haben eine hohe Inflation, aber ein Preis ist es natürlich auch. Es ist ein externer Schock, der auf das Land kommt. Und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden. Die Gesellschaft wird es tragen müssen. Ich verdiene im Moment auch super viel Geld. Ist es gerechtfertigt oder nicht? Keine Ahnung, ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag rumgefahren so, aber also. Ich will das so sagen, ich brauche keine Unterstützung vom Staat. Ich kann die höheren Preise auffangen und eine Reihe von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes auch. Das wäre auch zielungenau, wenn man jetzt die Preise irgendwie kappen würde und dann sagt man alle günstiger. Das hat der Staat nicht im Kreuz und das ist auch nicht schlau. In der Marktwirtschaft müssen die Preise wirken. Also Sie haben Angst vor diesem Krieg? Ich muss da nicht kämpfen und ich werde auch nicht sterben in diesem Krieg. Aber wenn es passiert, werden viele Menschen sterben. Wir haben eine Menge von Möglichkeiten, uns solidarisch zu zeigen. Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben. Wie empfinden Sie das nach all den Jahrzehnten Wohlstand, dass wir über Blackouts sprechen und über kalte Wohnungen? Dass es nicht selbstverständlich ist, ist doch gut. Und dann zieht man halt einen Pullover an. Und wenn man einen zweiten Pullover anzieht, dann geht's auch. Strom ist nicht mehr selbstverständlich, das Licht. Ja, Strom ist schon selbstverständlich, aber es kann auch mal ausfallen, ja. Deswegen hat man im Zweifel auch ein paar Kerzen und ein paar Streichhölzer zu Hause. Und dann ist natürlich wichtig, dass man weiß, wo die sind, falls es mal dunkel wird. Denn im Dunkeln suchen ist auch schwierig. Wir müssen in unserer Politik extrem radikal sein. Und wir werden nicht mehr in dem Wohlstand leben, in der Art Wohlstand leben, die wir bisher hatten. Es wird ein anderer Wohlstand sein, ein Wohlstand des weniger. Gehen Sie noch selbst tanken? Wissen Sie, wo so der Benzinpreis, super zum Beispiel? Also ich gehe nicht selbst tanken. Ich darf nämlich in Wahrheit gar nicht, oder ich darf schon, aber ich richte mich nach der Empfehlung aus Sicherheitsgründen, nicht selbst mein Auto zu fahren. Und das ist auch eines, das ich auch nur schwer bewegen könnte, weil es auch ganz besonders schwer ist. Aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin? Nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag darauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen. Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer auf den letzten, die also ganz genau bei jedem Preis hingucken. Also da könnte ich Ihnen auch nicht viele Preise konkret sagen. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Give the promise to people in Ukraine. We stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voter thinks. Wenn ich den Menschen in der Ukraine mein Versprechen gebe, ihnen so lange beizustehen, solange sie uns brauchen, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns. Es wird auch nach diesem Winter, auch nach dieser wirtschaftlichen Talsohle, kein einfaches Zurück zum Davor geben können. Und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. Es gibt Menschen, die verdienen 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro im Monat. Das sind nicht die sogenannten Top-Verdiener, sondern das ist noch die Mitte der Gesellschaft, die qualifizierte Mitte der Gesellschaft. Die Ingenieurin, im Zweifel hat die sogar noch ein höheres Einkommen. Das ist nicht die absolute Top-Etage. Und die Menschen zahlen ihre Gasrechnung, die zahlen sehr viel Steuern, die zahlen Sozialabgaben, die sorgen dafür, dass unser Land läuft. Und jetzt überlasse ich euch als Gesellschaft, als Väter, als Mütter, als Großeltern, als Menschen in unserem Land zu entscheiden, wie asozial das ist. Ich finde das sowas von schäbig, beschämend, erbärmlich von unserer Politik. Die Inflation geht auf eure Kappe. Ihr entscheidet über Dinge, für die wir den Preis bezahlen.
Ihr habt eine große Fresse und wollt, dass wir sparen, weniger duschen, ja, dass wir das alle tragen. Ihr haut Sprüche raus von wegen, ja, also ich muss nicht weniger einkaufen oder ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich verdiene und ich weiß nicht, was Brot kostet und was Sprit kostet. Ihr seid so abgehoben, so weltfremd, so beschämend, so asozial. Und das muss man euch einfach ins Gesicht sagen. Und da das sich ja nicht viele trauen, aus welchem Grund auch immer sie nicht die Eier dazu haben, mache ich das halt. Das passt natürlich nicht vielen, weil viele mögen nicht, dass man die Missstände anspricht und sagt, wie asozial sich unsere Politik verhält. Und jetzt könnt ihr entscheiden, wie ihr das findet. Ich habe jetzt sehr oft asozial gesagt, aber ich finde einfach kein besseres Wort. Weil alles andere wäre beleidigend und kein Fakt. Ich möchte im Strahl kotzen, kann ja nicht so viel essen, aber ich mach meinen Mund auf und ob euch das passt oder nicht. Solange ihr euch so abartig, erbärmlich und asozial verhaltet, werde ich meinen Mund aufmachen. Und ich werde immer wieder in Talkshows sein. Und ich warte nur auf den Moment, wo ich Ihnen, Herrn Lindner, Ihnen, Herrn Scholz, Ihnen, Herrn Lauterbach, Ihnen, Frau Baerbock, Ihnen, Herrn Habeck und wie die ganzen Damen und Herren dieser Ampelregierung heißen, gegenüberstehe in einer Talkshow und indem ich Sie damit konfrontiere. Und zwar so deutlich, dass Ihnen, ja, dass Ihnen garantiert der Trommelfell platzt. Denn ich bin ein Mann, aus dem Volk sagt man nicht mehr, ein bodenständiger Mann, der in diesem Land groß geworden hat und der in diesem Land auch Kinder großzieht. Und ich schäme mich für das, was ihr als Politik in unserem Land für Ruinen hinterlasst. Wie ihr darauf scheißt, wie es den Menschen gibt. Wie ihr darauf scheißt, dass Existenzen zerstört habt. Wie ihr Geld überall hinpumpt. Auch gehen wir das hier und da gerne tun und helfen aber. Wie ihr für alle Geld habt, aber nicht für die Kinder, nicht für die Alten. Und ihr solltet euch im Grund und Boden schämen, dass ihr nicht nur euch den Hals nicht vollkriegt mit euren Gehältern und Diäten, die ihr euch erhebt, sondern dass ihr immer weitermacht und von oben herab auf uns spricht und wir euch scheißegal sind. Wir, die Bürger. Und deshalb sag ich das hier. Und wer das anders empfindet, ja, seid froh, dass es euch noch gut geht. Gas, Strom, all das, was sie auf uns umlegen wollen, für was wir die Rechnung bezahlen, für ihre verkackte Versagerpolitik. Ja, natürlich, der Krieg spielt eine Rolle, ja. Aber da sind viele andere Dinge, die dann auch sehr stark einfließen. Es ist doch kurios, wenn man sich schaut, wie es in anderen Ländern drumherum läuft. Ich finde es asozial, erbärmlich, beschämend und ihr solltet euch alle wenn ihr in den Spiegel guckt, müsstet ihr euch eigentlich alle übergeben. Zumindest alle die hier nicht handeln. Und es gibt ja einige, die da auch bestimmt, selbst bei den Parteien, dafür waren, dass man da was verändert. Aber die Mehrheit denkt nur an sich. Und schön den Strom laufen lassen im Bundestag mit 12.000 Euro pro Tag, die Klimaanlage anlassen, obwohl kein Schwein da ist. Ihr seid so eine Heuchlerbande teilweise von euch, nicht alle, aber viele von euch. Ihr predigt Wasser und sauft selber Wein, Champagner, Prosecco und ihr lacht über uns. Und dann macht ihr auch noch dekadente Hochzeiten und wir müssen eure Sicherheit und alle drumherum bezahlen. Es ist so erbärmlich. Aber die meisten lassen es ja mit sich machen. Und viele Prominente schweigen, weil es ihnen noch zu gut geht und weil ihnen vielleicht die Bürger auch egal sind oder weil sie einfach nicht den Arsch in die Hose zu haben, mal ein Statement dazu zu geben. Ich tue das und zum Glück gibt es auch immer mehr, die das machen. Und werde ich weitermachen. Weil wisst ihr was, ich weiß, wie es ist, wenn man nichts zu fressen hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, wie man seine Rechnung bezahlt. Ich weiß, wie es ist, wenn man ein Offenbarungseid abgeben muss. Ich weiß, wie es ist, wenn man eine Insolvenz hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, ob man seine Wohnung behalten kann. Ich weiß das, weil ich das alle durch habe in meinen 50 Jahren. Aber ich weiß auch, dass ich meine Fresse nicht halte. Bei solch einer Politik, die sich so erbärmlich und asozial verhaltet. Und bitte, wenn ihr doch den Mut habt und ihr doch anders seht, ich warte nur auf den Moment, wo wir in einer Talkshow sitzen. Bei Lanz oder sonst wo. Ach, ich weiß, ihr fragt ja vorher an, wer kommt. Und wenn ihr den Namen wie Carsten Stahl hört, dann sagt er natürlich, dann kommt er nicht. Weil er euch nicht mit der Wahrheit konfrontieren lässt, sondern auserlesene, handverlesene Gäste habt, die handsam euch ins Händchen pusten und die nur das sagen, was erlaubt ist, was vorher abgesprochen wurde meistens. Und die man zähmen kann. Mich kann man nicht zähmen. Garantiert nicht. Schämt euch.